gerade im Kickboxen. Deswegen macht er jetzt mal mit Fuß, ja? Das ist nur Ausnahme, sonst kompetente, aber er ist Fuß. Hallo Leute und willkommen zum offiziellen Team Smolik Fibo Vlog. Ich bin hier im schönen Wilhelmshaven. Ich zeige euch gleich mal das Meer hier. Der Markus wird parallel auch einen Vlog drehen. Das schneide ich dann zusammen und dann treffen wir uns auf der Fibo. Ich habe nämlich dort einen Auftritt auf der Bühne für Quant, für meinen Sponsor. Und dann schauen wir mal, was für Leute wir so treffen. So Leute, willkommen zum offiziellen Team Smolik Vlog zur Fibo 2017. Auch von meiner Seite. Michi hat es ja schon mal angekündigt. Wir werden die Fibo 2017 in diesem Vlog jetzt von zwei Seiten filmen. Wir fahren jetzt gemütlich nach Köln und treffen uns dann dort. Los geht's! So Leute, Carsten auch am Start. Der kommt auch mit auf die Fibo. Wir haben jetzt noch circa eine Stunde bis Frankfurt, bis Köln. Wir sind gerade hinter Frankfurt. In Köln treffen wir uns erstmal am Dorint Hotel mit Michi. Er vloggt ja parallel. Ja, bin mal gespannt, was er so zu sagen hat, was wir so vorhaben auf der FIBO. Ich denke, wir gehen dann relativ schnell rein, nehmen bei Michi noch die VIP-Karten entgegen und dann schauen wir auch direkt mal in die FIBO rein. Wow, hey. Was für ein Zufall. So, ich habe jetzt VIP-Karten abgecheckt, also für Markus und mich. Und dann fahren wir zum Parkplatz. Ja, dann fahrt mir mal hinterher, würde ich sagen. Alles klar. Okay. Guck mal nach links. Rechts. Kann man hier den wenden? nach rechts, Gordon. Ich habe doch rechts-links-Schwäche. Also, ja, wo kann ich denn hier rum? Ah, da vorne. Mach mal legal and safe U-Turn if possible. Läuft bei uns. Hey, auch mal gefunden. Das war ja eine Tortur hierher, ha? Okay Leute, wir sind jetzt hier auf der FIBO. Ich werde nicht sonderlich viel quatschen, weil hier ist es ziemlich laut und wir haben kein richtiges Mic dabei. Mein Fail. Und ich mache einfach einen schönen Zusammenschnitt und wir laufen mal ein bisschen durch. Hat's wehgetan? Ja, sehr. Aber ich mag es von Frauen geschlagen zu werden. We'll be right back.
Wir waren letztes Jahr hier, da hat mich kaum jemand erkannt. Und dieses Jahr erkennt mich jeder Dritte oder jeder Vierte. Das ist natürlich auch ein schönes Erlebnis, aber wie der Marco schon sagt, wenn man schon mal hier war, also ich kann es mir nicht vorstellen, von Donnerstag bis Sonntag hier zu chillen. Ich glaube, ein Tag reicht vollkommen. The Flying Bad Boy Smolik! 25 Profikämpfe, 25 Siege in Folge. Am 25. März hat er seinen Titel gerade verteidigt. Jetzt bei uns hier auf der FIBO Power Stage mit seinem Partner Markus Vogt. Schön, dich da zu haben. Ich finde das auch sehr, sehr motivierend, was du machst. Ich habe mal deinen Facebook-Kanal gestalkt und da war so vor 2-3 Tagen kam da ein sehr schöner Post von dir, ein Videopost, wo du gesagt hast, mit dem Hashtag Puzzleteil, wo es darum ging, ne, man sucht oft nach vielen Kleinigkeiten im Leben und vergisst, was man alles schon so hat. Und das ist ja bei dir zum Beispiel der gestellte Körper und die vielen Titel. Was war da noch drin in dieser Message an alle, die jetzt hier um uns rumstehen? Also viele vergessen, dass die Leute, die erfolgreich sind und sehr weit oben stehen, auch nur Menschen sind und auch nur Probleme haben. Mir zumindest geht es manchmal so, dass ich glaube, alles zu haben, ich bin glücklich, aber irgendein kleiner Teil fehlt mir dann trotzdem. Aber irgendwie, alles was passiert, hat irgendwo seinen Grund. Ex-Polizist gegen Ex-Knacki. Wie bist du persönlich dann auch mental da reingegangen? Hat das für dich irgendwie eine Rolle gespielt, dass da jetzt ein Ex-Knacki auf jemanden trifft, der ihn potenziell verfolgen müsste? Ja, also mein Gegner hat ja im Vorfeld gesagt, dass er einen Ex-Bullen gerne auf die Fresse hauen würde, so hat das Wort wirklich gesagt. Für mich ist das, ich belächle sowas, weil alle Gegner haben im Vorfeld die große Fresse. Und ich bin in den Kampf reingegangen, wie jeder andere auch. Also Emotionen habe ich da nicht geleitet und ich habe das Ding dann zugemacht und dann 2 Punkte durch K.O. gewonnen. Und im Nachhinein dann ihm trotzdem Respekt gezollt, weil egal was im Vorfeld war, es ist immer noch ein Mensch, immer noch mein Gegner und den hat man zu respektieren. Also Team Smolik tut grundsätzlich in ganz Deutschland trainieren oder Training gehen. Wir kümmern uns viel um Jugendliche, um Kinder, aber auch um Kampfsportschulen. Und jeder, der irgendwie von mir lernen will,
kann mein Team gerne anschreiben, die können uns besuchen oder ich besuche sie. Wir geben sie im Namen Bootcamps und alles dergleichen. Und wenn jemand Bock hat, wir haben so ein Online-Trainingsprogramm, dann kann man da eben das Training buchen und da auch trainieren. Was ihr könnt. Jo, tap out. Wie fühlt sich nach dem Sieg? Naja, kein gescheiter Gegner. Braucht Gegner, keine Opfer. Jo Leute, wir sind jetzt wieder im Auto. Das war die FIBO. Statement dazu gehen wir nachher. Nur ganz kurz, uns ist die Cam zwischendurch ausgefallen. Akku war leer, deswegen haben wir mit dem Handy gefilmt. Aber ich glaube, es passt trotzdem. Der Zusammenschnitt wird schön sein. Ich werde mir Mühe geben im Nachhinein. Das habt ihr ja im Vorhinein schon gesehen. wir sehen uns gleich nochmal, weil dann gehen wir das Abschlussstatement mit Markus zusammen. Bis gleich. Jo Leute, nach kleinen Umwegen haben wir wieder zusammengefunden. Ich bin erst Frankfurt-Hahn-Flughafen gefahren, weil wir haben uns am Frankfurt-Flughafen wollten wir uns treffen. Aber wo sind wir jetzt hier? Frankfurt-Flughafen. aber nicht Hahn, sondern Frankfurt-Main. Main, ja. Ich bin einfach zum anderen Flughafen gefahren, egal. Statement zur FIBO, Leute, was sagt ihr? Cool. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, wenn man es schon mal gesehen hat, ist es nicht so Neues. Also es war interessant, mal einen Tag zu sehen, immer wieder neue Motivation. Viele krass trainierte Leute, viele hübsche Mädels, einige Proben, aber naja, so überragend ist es dann doch nicht. Ich würde sagen, ein Tag lohnt sich auf jeden Fall, war heute Fachbesuchertag, war doch nicht so viel los. Ich denke, morgen und übermorgen, also Samstag, Sonntag, für die Normalbesucher wird nochmal deutlich mehr los sein. Dafür ist wahrscheinlich auch Farid Bang da, also hat auch irgendwas Positives. Aber ansonsten, ja, was meint ihr? Für mich war es, genauso wie Markus auch gesagt hat, klar, ich habe es auch schon mal gesehen und ich könnte es mir nicht vorstellen, wirklich von Donnerstag bis Sonntag da zu sein. Das haben wir auch schon gesagt. Aber es war wirklich wahnsinnig, wie viele Leute da waren und wie viele mich diesmal erkannt haben. Es war sehr, sehr schön zu sehen, dass jeder Dritte, Vierte, Fünfte, was auch immer, zu mir kommt, ein Bild wollte, Unterschrift wollte. Das war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Deswegen freuen wir uns trotzdem, zur FIBO zu kommen. Und wir werden nächstes Jahr, denke ich mal, trotzdem auch gehen. Auf jeden Fall. Ja. Jungs, was sagt ihr? War ein cooles neues Erlebnis. Genau, Carsten war das erste Mal da. Der Gabriel hat letztes Mal hat er einen Rekord gebrochen. Dieses Mal nicht. Was? Dieses Mal haben wir gar nichts gemacht. Verletzungsbedingt, aber verletzungsbedingt. Ja. Ich habe dieses Mal zwei Rekorde gebrochen. Markus, willst du kurz sagen? Zwei gezählt. Also er hat geschummelt. Ja. Das eine Mal, wir haben am Boxautomat geschlagen und Michi hat den Rekord, aber mit dem Fuß. Ja. Und ich war mit der Faust knapp dahinter. Ich muss zugeben, ehrlich gestanden, er hat den Rekord, er hatte 99,8. Ich hatte 99,6. Er mit dem Fuß, ich mit der Faust. Ich muss zugeben, ich habe es auch mit dem Fuß versucht, hat nicht geklappt. Und dann haben wir noch gegrappelt. Ja, Ihr habt es ja im Zusammenschnitt gesehen, gell, was passiert ist. Ja, er hat ein bisschen Glück gehabt. Soll ich das überhaupt reinschneiden? Ja, kannst ruhig. Okay, so Leute, das war's zum Video, zum FIBO-Videoblog. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Unten ist natürlich alles verlinkt. Facebook, Instagram, Snapchat, unser Buch, unser Online-Trainingsprogramm. Schaut euch alles an. Ansonsten sehen wir uns. Haut rein. Euer Michael Smolik und Team Smolik Crew. Oh shit, ich habe ja die Linse drauf. Oh Mann, ey, bist du dumm, ey. Das filmt schon, oder? Ja, schon lang. Schon seit du drauf gedrückt hast. Ja, ist doch egal.
so am Anfang? Ja. Drei, wir drehen uns rum links. Nee, egal, ich drehe mich so rum. Ja, rechts. Dreht ihr beide euch so rum und wir drehen uns so rum. Okay. Wie Models.